Endlich ist es soweit. Und irgendwas stimmt hier nicht, ne? Ihr merkt es, glaube ich, gerade selber. Irgendwas ist hier anders. Tatsächlich ist das eine andere Kamera. Es mag sein, dass das Bild jetzt hier ein bisschen schlechter ist als davor. Ich will es stark hoffen, weil ich für die andere Kamera ein bisschen Geld hingeblättert habe. Und es wäre sehr dumm, wenn ihr mir jetzt in die Kommentare reinschreibt, das Bild ist genauso gut. Oder noch schlimmer, das Bild ist sogar noch besser. Was allerdings besser sein kann, ist eventuell der Sound, denn ich nehme das Ganze jetzt mit meinem Mikro auf. Das heißt, eventuell besserer Sound, ein schlechteres Bild als in den anderen Video. Es sind verrückte Zeiten, ich passe mich dem nur an. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ich werde mir jetzt das allererste Mal die Serie Jurassic World Camp Kreidezeit, neue Abenteuer werde ich mir angucken. Staffel 4, die ersten Staffeln habe ich schon gesehen, die ersten drei, da habe ich auch schon Kritiken dazu gemacht und die könnt ihr euch auch gerne angucken. Ich habe dir mal eine Playlist hier oben verlinkt, da hast du alle Kritiken dann drin. Über die Serie, die ich aktuell gemacht habe. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, wir steigen mal in das Thema ein und schauen jetzt mal gemeinsam, wie mir die Serie so gefällt. Ihr habt mich schon vorgewarnt, ihr habt gesagt, Tobi, nicht ganz so geil. Obwohl es auch unter euch Leute gibt, wie zum Beispiel den lieben Peterio, dessen Kanal ich euch nur wärmstens empfehlen kann. Deswegen kleine Werbung hier. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, abonniert den Kanal und helft ihm, die Reichweite auszubauen, weil er schon sehr kreativen und wirklich sehr qualitativ hochwertigen Content macht. Jetzt habe ich gerade voll den Faden verloren. Genau, Peterio ist nämlich der Auffassung, dass Staffel 4 von Camp Kreidezeit die Geschichte sehr weit nach vorne bringt. Und die meisten von euch sagen, nein, das ist nicht so. Wir finden das jetzt gemeinsam heraus und ich bin sehr gespannt. Und wir legen einfach mal los. Netflix Series. Ich hoffe, der Ventilator ist nicht zu laut, aber ohne geht's gerade nicht. Schon sehr warm. Also die Musik catcht mich doch schon direkt, ne? Was soll ich lügen? Wie ihr auch wisst, mag ich die Serie ja sowieso. Also ist es... Es muss jetzt hier schon einiges passieren, dass ich sage, ist alles Quatsch. Aber wer weiß. Basierend auf dem Buch von Michael Crichton. Das ist richtig. Ne? Das ist, wer auch immer Jurassic World ganz gerne mal zerschießt und zerhatet, das ist schon, trotz allem, nimmt es sehr viel aus den Büchern von Michael Crichton auf. Das darf man nicht vergessen. Die Umsetzung, ja, da kann man auch gerne drüber streiten. Ich habe die Namen gar nicht mehr drauf. Das ist Ben, Jazz, Brooklyn, Darius, Kenji. Ich hab sie noch. Da ist doch Kenji. Ja, wie sie sehen sie nichts, ne? Okay, was passiert jetzt hier? Ich bin echt mal gespannt. Kenji ist vor allem sehr erwachsen geworden, ne? Der hat sich schon entwickelt. Und er hat so einen süßen Pflaumenbart. Sorry an alle. Das ist nicht böse gemeint. Auch ich bin früher mit Pflaumen rumgelaufen. Das hat sich dann nicht unbedingt gebessert. Aber ich find's cool, dass er Entwicklung gemacht hat. Aber worauf wird die Serie jetzt hinauslaufen? Der holt da jetzt Insekten. Achtung. Alter, Hakuna Matata. Ich glaube, Insekten schmecken gar nicht mal so scheiße. Es ist aber trotzdem eklig, ne? Und lebendig würde ich es eh nicht essen. Naja, aber du musst halt auch sagen, die haben auch Obst an Bord, ne? Also wenn du die Wahl hast zwischen Insekten und Obst... Da ist Obst schon geile. Ihr seid jetzt offiziell weg von der Insel und ich frage mich wirklich, was jetzt noch passieren soll. Ich weiß, dass sie woanders ankommen, ne? Irgendwie in so einer Wüstengegend. Aber ist das auch eine Insel oder ist das, keine Ahnung. Es könnte Isla Sorna sein, ist meine Vermutung. Keine Ahnung. Da war ein Haufen Beeren auf genau diesem Teller da. Ich weiß nicht. Möglicherweise ist das Boot ja verhext. Also was auch immer das Futter gefressen hat, das hätte doch irgendeiner sehen müssen. Egal, was jetzt die Auflösung ist. Aber auch das hätte eigentlich jemand sehen müssen. Tobi, mecker doch nicht wieder rum, das ist doch alles mit deinem Realismus. Ich muss Kritik anwenden, ne? Das ist, man darf ja wohl Kritik anwenden bei sowas. Ich komme ums Verrecken nicht drauf, was jetzt noch schief gehen könnte. Wie kann diese Reise jetzt in die Hose gehen? Die sind doch jetzt weg von der Insel. Das macht mich gerade wahnsinnig. Wir beide wissen, dass du alles richtig gemacht hast. Naja, ihr seid noch alle am Leben und auch noch alle zusammen. Also er hat auf jeden Fall alles richtig gemacht, ne? Yes. Hieß die aber nicht wirklich Jess in den Staffeln davor? Yes. Hey,
Wisst ihr, was das Lustige an der ganzen Sache ist? Das fällt mir gerade mal so ein. Sind die nicht jetzt in dem Augenblick auf dem offenen Meer, wo ungefähr Jurassic World 2 spielen müsste? Das heißt, das ganze Militär kommt auf die Insel? Die hätten die doch bestimmt mitgenommen. Ich weiß, das sind Arschlöcher gewesen, die die Saurier mitgenommen hatten, aber die hätten doch bestimmt die Kinder mitgenommen. Ist ein ganz lustiger Gedanke, wenn man sich überlegt, dass einfach jetzt in dem Augenblick, die Rettungsmannschaften auf der Insel ankommen. Ah, das ist der Mosasaurus. Glaube ich. Oh, das ist ein schöner Shot. An die Animation habe ich mich aber auch wirklich heftig schnell gewöhnt, muss ich sagen. Das war ja am Anfang so, wo ich mir gedacht habe, gefällt mir nicht. Aber inzwischen, ey. Hat sie sich gerade mit den Haaren rumgespielt, als sie ihn angeguckt hat? Brooklyn. Oh, das bandelt sich aber gerade ganz schnell an, diese Romanze da, ne? Das geht mir ein bisschen zu schnell jetzt gerade. Ich meine, das habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Ihr habt es mir in die Kommentare geschrieben. Danke übrigens, dass ihr meinem Aufruf bitte nicht spoilern so gefolgt seid. Aber das kommt mir jetzt doch ein bisschen schnell so, aus dem Nichts. Nur weil er einen Bart hat. Das ist doch Triss gewesen. Ach, das sind die zwei. Das ist ja das Boot von den beiden. Stimmt. Was sind das für Idioten gewesen? Na, sieht doch gut aus. Besser als die Animation. Nee, stimmt nicht. Ey, er packt so Lunchtüten. Es ist so ein richtiger Kevin. Die müssten doch einfach nur ein Stück Fleisch irgendwo hinlegen und dann wird doch der Kombi automatisch kommen. Macht's doch nicht so kompliziert. Ich liebe dich. Willst du mich heiraten? Er geht mir zu schnell, tut mir echt leid. War das in den anderen Staffeln auch schon so gewesen? Habe ich das vielleicht nur nicht mitbekommen? Die haben sich ja alle so ein bisschen angenähert, ne? Aber das geht mir jetzt echt ein bisschen schnell. Die erziehen übrigens gerade einen Fleischfresser zum Pflanzenfresser um. Das ist gewaltsamer Veganismus, was hier gerade passiert. Oh, aber irgendwas. Ein Riff oder sowas, hä? Oh, was denn aber ein Kelp? Das habe ich noch nie gehört. Warum wissen Kinder, was ein Kelp ist und ich weiß es nicht? Richtig ungebildet. Ein Kelp ist eine massive Ansammlung von Dutzenden Metern hohen Seetang. Seht ihr? Ihr lernt sogar was dazu auf diesem Kanal. Okay, irgendein Vieh ist auf jeden Fall da unten. Es scheint aber nicht der Mosasaurus zu sein, weil das war nur so ein kleiner Biss eben gewesen. Das könnte ein anderer Fischsaurier sein. Oder einfach nur ein Hai. Aber das wäre ein bisschen lame, das glaube ich nicht. Wie gut die Wasseranimation da auch ist. Das ist schon nicht schlecht eigentlich, ne? Aber irgendwas war da unten, Mann. Oh, da kommt was Größeres. Wie gut das Wasser aussieht, das gefällt mir voll gut. Ich liebe Wasser. Doch ein Haifisch. Jetzt gibt's hier mal wieder natürliche Gefahren. Moment, wenn der vordere Punkt aber der Hai ist, ist der hintere. Kein Hai. Oder zwei Haie. Das siehst du in jedem Film, dass sich Seetang um die Füße wickelt. Aber ist Seetang nicht sauglitschig? Also, ich halte das für eine Legende, dass Seetang Menschen festhalten kann. Das war ein Witz, nur um das klarzustellen. Jo, da ist er. Kenji hat wirklich Eier bekommen. Der entwickelt sich langsam zu meinem Lieblingscharakter. Und ich dachte, es wird erst Darius, aber der ist mir so ein bisschen nach hinten gerutscht irgendwie. Ich weiß nicht. Ich finde den nicht mehr so interessant. Wenn der jetzt einfach mal so aus der Serie verschwinden würde oder so, ich würde das nicht so dramatisch finden wie jetzt bei Kenji oder irgendeinem von den anderen. Der Mosasaurus. Auch ein Saurier, der in der ganzen Jurassic-Reihe sehr vernachlässigt wurde, ne? Ja, und gucken, was er in Jurassic World Dominion bringt. Ich gehe sogar so weit und sage, ich würde auf den Spinosaurus verzichten, wenn der Mosasaurus ein wirklich gutes Screentime bekommen würde. Shitstorm aktiviert. Aber es ist wirklich so. Ich meine, wir haben schon einen geilen Film mit dem Spinosaurus. Und der Mosasaurus, der wird immer nur so verheizt, um irgendwie, keine Ahnung, aus dem Nichts zu kommen und irgendwas zu machen. Und dann ist er wieder weg. Das ist ein bisschen Verschwendung. Wir haben nur noch einen Jurassic Park Film, also einen Jurassic Film. Jetzt. Fürs Erste. Der denkt sich jetzt gerade, Entschuldigung,
Entschuldigung. Der denkt sich jetzt gerade, Mann, ist das ein Riesenfisch. Und dann beißt er da rein und merkt einfach, fuck. Das ist ja alles aus Holz und aus Metall. Und das ist eine Riesenenttäuschung. Wenn du glaubst, dass du irgendwas isst und am Ende ist es was anderes, ist sauer enttäuschend. Ich habe auch schon mal einen Apfel gegessen und gedacht, es wäre eine Birne. Aber das ist eine andere Geschichte. Oh Gott, das ganze Schiff neigt sich. Dieser scheiß Mosasaurus, ey. Bekommt einfach in der Serie mehr Screentime als in beiden Filmen zusammen. Okay, es ist also auf jeden Fall eine Insel. Es ist auf jeden Fall eine Insel, okay. Das heißt, sie kommen nicht aufs Festland, sie landen auf einer zweiten Insel. Ey, könnte es von der Entfernung her wirklich Isla Sorna sein? Ey, es würde auch Sinn machen, warum da der Spinosaurus auf dem Cover drauf ist, ne? Weil Spinosaurus und Isla Sorna, ihr versteht? Richtiger Moby-Dick-Schuss, ey. Bam. Ich dachte schon, das wäre jetzt vorbei. Das wäre ein fieser Cliffhanger. Das wäre ein böser Cliffhanger. Das wäre richtig, ah, das wäre übel, ey. Ihr seid wieder gestrandet. Oh Gott, wäre das zum Kotzen. Wenn du einfach aus Verrecken nicht von dieser Insel runterkommst. Das sieht auch nicht aus wie Costa Rica. Obwohl, eigentlich schon. Also als ob ihr das auseinanderhalten könntet. Das sieht sehr unnatürlich aus. Dieser Übergang von Wüste zu Gras sah sehr unnatürlich aus. Ich schätze mal, das ist mit Absicht so, ne? Ach, komm, ey. Ich muss wirklich sagen, ich bin total drin in der Serie jetzt wieder und ich bereue es, dass ich das nicht von Anfang an so gemacht habe. Ups, dass ich nicht von Anfang an gesagt habe, komm, wir machen so eine Live-Reaction, wie ich das Ganze zum ersten Mal gucke und danach quatschen wir dann danach. Es wird auch noch eine Kritik zu dem ganzen Spiel hier geben, das heißt, meine komplette Kritik zur gesamten Staffel kommt dann eben logischerweise zum Schluss, wenn ich damit durch bin. Als eigenes, separates Video nochmal. Ich kann euch mal ganz kurz erzählen, wie mir jetzt die Folge gefallen hat. Die ist als Einleitung, ist die interessant gewesen. Ich weiß nicht, worauf es hinausläuft. Die sind jetzt eben auf einer zweiten Insel gelandet. Ist auf den ersten Blick jetzt so ein bisschen öde, der Einfall, aber ich glaube, dass da noch was kommt. Also es wird auf jeden Fall kreativ, weil ihr mir auch schon geschrieben habt, ey, da geht's irgendwie um Hunderoboter und so ein Kram. Ich hoffe nur, dass es auch sinnig in die Geschichte eingebaut wird. Weil ihr dürft nicht vergessen, wo ich jetzt eben gerade gesehen habe, dass da wirklich die Insel zum Teil aus Sand besteht und eben aus Grasen, aus Felsen. Das sah sehr unnatürlich aus. So, dieser Übergang ist zu plötzlich gekommen von diesem Gras und eben dem ganzen anderen Gedöns. Und im Buch wird beschrieben, dass es Biotech-Firmen gibt, die, das sind Engine-Konkurrenten, die Namen weiß ich jetzt gar nicht mehr, es war auf jeden Fall nicht Biosyn, es waren andere Namen, die haben damit geforscht, dass sie auch das Wetter kontrollieren konnten mit dieser Gentechnologie. Und ey, vielleicht läuft es jetzt hierauf hinaus, es gibt ja auch die große Theorie, die ich auch schon aufgestellt habe, dass wir in Jurassic World Dominion eine Eiszeit bekommen, die von den Menschen erschaffen wurde und deswegen tauchen dann irgendwann Saurier oder dann ganz viel später irgendwann vielleicht sogar noch Säbelzahntiger auf, weil sich die Natur eben an diese Begebenheiten anpasst. Ich glaube, die Theorie stimmt inzwischen nicht mehr, die habe ich aufgestellt, bevor ich den ersten und zweiten Trailer gesehen habe von Jurassic World Dominion, aber das könnte hier eintreffen. Dass wir hier irgendwas bekommen von wegen, ja, hier lernen wir jetzt eine Gentech-Firma kennen, die wir aus den Büchern vielleicht auch schon kennen, die sich nämlich mit dieser Wetterkontrolle befasst. Und warum? Als Verteidigung vielleicht für die Dinosaurier. Das wäre eine geile Geschichte. Das ist genauso scheiße wie das, was John Hammond gemacht hat. Aber die Forscher auf dieser Insel sind der Meinung, dass sie im Recht sind. Die sagen eben, die begründen das damit, dass sie eben sagen, wir müssen das Wetter kontrollieren oder eben auch diese Hunderoboter bauen, damit wir Waffen haben gegen die Dinosaurier. Und das Ganze geht aber genauso in die Hose wie auch damals im Jurassic Park. Das wäre eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich weiß nur nicht, worauf es dann hinauslaufen sollte, weil wir werden die Figuren aus der Serie wohl nicht im Film sehen. Das heißt, da gibt es kein Crossover. Ist auch okay so. Aber wir haben nur noch eine Staffel danach, die fünfte Staffel von der Serie. Und danach ist fertig. Und ich bin gespannt, worauf es dann hinausläuft im Endeffekt. Gut. Ich bin auf jeden Fall wieder voll on board und jetzt muss ich wirklich, es kann sein, dass erstmal jetzt die nächsten Tage und Wochen weniger Theorie- und Spekulationsvideos kommen, weil ich jetzt quasi zwei Projekte angefangen habe, wo ich das nach und nach durchziehen muss. Das heißt, einmal müssen wir die Buchbesprechung weitermachen, sonst bin ich da in 20 Jahren noch nicht fertig und eben das hier. Und ja, gut.
Wenn ihr aber eben sagen solltet, ey, nee, das ist mir alles, ich würde gerne mal wieder ein paar Theorien hören, dann klickt gerne auf den Kanal von Peterio drauf, denn der macht immer noch weitere Theorievideos. Hat aktuell jetzt ein Video hochgeladen, wo es um das Thema geht, warum die Saurier eigentlich Federn haben. Klickt da ganz gerne mal drauf und abonniert auf jeden Fall den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, zurück zu neuen Abenteuern in der Welt von Jurassic World. Bis dann, ciao.